Wusstet ihr, dass ihr 4 Mädels gleichzeitig kriegen könnt mit einem ganz einfachen Kartentrick, den jeder Nicht-Zauberer auch hinkriegt, auch wenn ihr noch nie Karten in der Hand gehalten habt? Ich zeig's euch, schaut mal her. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Kartenspiel, okay? Ich sag gleich noch genaueres zu diesem Kartenspiel hier. Wir können das Ganze einmal durchmischen, okay? Genau so. Und alles, was ihr tun müsst, ist einen Zuschauer eine Karte ziehen lassen. Okay, sagen wir mal, unser Zuschauer zieht genau die Karte hier. Das wäre jetzt hier die Pik 5, die soll er sich auf jeden Fall merken. Okay, nicht vergessen, der Zuschauer soll immer wieder sagen, Pik 5, Pik 5, Pik 5. Also in seinem Kopf, wir wissen ja nicht, welche Karte das ist. Jetzt darf der Zuschauer irgendwann Stopp sagen. Okay, sagen wir Scooter genau an dieser Stelle hier. Und an dieser Stelle, an der der Zuschauer Stopp gesagt hat, verlieren wir die Pik 5 im Kartenspiel. Okay, die Pik 5 ist weg. It's gone forever. Doch jetzt tue ich etwas, und zwar schnippe ich meinen Finger. Und wisst ihr, was durch dieses Fingerschnippen passiert ist? Durch das einfache Schnippen eines Fingers, wenn wir in das Kartenspiel reinschauen, entdecken wir, es hat sich eine Karte rumgedreht. Nicht irgendeine, nein, die Kreuz 5, die Zwillingskarte zur Pik 5. Okay, ja, also die Schwesterkarte sozusagen von der Karo 5, ist die Herz 5, von der Pik 5 die Kreuz 5, wie gesagt. Und nicht nur das, nein, ich glaube, das hat auch eine besondere Bedeutung. Zählen wir ab dieser Kreuz 5 einfach mal 5 Karten ab, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Und unsere 5 hat an 5. Stelle die Pik 5 gefunden. Und nicht nur haben wir jetzt die Karte des Zuschauers gefunden und er ist baff, nein, außerdem haben wir 1, 2, 3, 4 Mädels auf einmal klar gemacht. Moin, liebe Trickser, sorry, verzeiht mir bitte diesen Witz mit diesem So bekommt ihr 4 Mädels. Ja, yeah, ich weiß, der ist mittlerweile ausgelutscht. Okay, dieser Trick ist super einfach zu machen. Auf meiner Schwierigkeitsskala eine 1 von 10. Mega simpel. Und egal, ob du schon fortgeschritten in der Kartenmagie bist oder gerade erst anfängst, diesen Trick kriegst du so oder so hin und du kannst ihn wirklich gut verwenden. Ich mache ihn auch manchmal. Und ich bin seit mittlerweile, ich glaube, 9 Jahren mit bei der Kartenmagie. Und der kommt wirklich immer gut bei den Leuten an, glaubt mir. Bevor ich euch jetzt erkläre, wie ihr das Ganze nachmachen könnt, eine kleine Frage, liebe Freunde. Was glaubt ihr, wie viele Somnium-Decks habt ihr vorbestellt, beziehungsweise wie viele lassen wir drucken? Ich habe jetzt nämlich wirklich über Stunden alles ausgezählt und auskalkuliert. Wir wissen jetzt ganz genau, in dieser Woche startet die Produktion in Belgien. Okay, Kamera, Akku leer, ich mach's eben mit dem Handy zu Ende. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, was glaubt ihr, wie viele Decks wurden vorbestellt und wie viele werden wir produzieren? Sind es 1000? Sind es 1500? Sind es 5000? 10.000? 15.000? 20.000? 500 Millionen? Schreibt's doch gerne in die Kommentare rein, ich bin wirklich gespannt, was ihr so schätzt, was so für Zahlen kommen. Morgen um 14 Uhr löse ich das Ganze in meinem Vlog auf. Denjenigen, der als erstes richtig liegt, denjenigen küre ich morgen in meinem Video. Aber wie gesagt, alles weitere dazu morgen, weil viele gefragt haben, wir machen den Shop wahrscheinlich im Mai auf, also voraussichtlich. Da wird der Shop wieder neu eröffnet und ihr könnt die Restbestände einkaufen sozusagen. Spamt mir gerne die Kommentare voll und jetzt viel Spaß beim Nachmachen dieses Kartentricks. Schnappt euch eure Karten, let's go. Okay, ich kann euch direkt vorweg sagen, dass die Karte des Zuschauers die Pik 5 war und damit die Zwillingskarte zu Kreuz 5. Das war ein reiner Zufall und ich bin einfach mitgegangen mit dem Flow sozusagen. Das war einfach unwahrscheinlich, ich habe es einfach ausgenutzt, das ist nicht Teil des Tricks. Wenn euch sowas aber passieren sollte und ihr wisst, ihr habt die Kreuz 5 vorbereitet, ja, wir arbeiten gleich mit einem Setup, also mit Vorbereitung, dann nutzt das immer auf jeden Fall aus, ja, immer schön improvisieren. Okay, die Pik 5 ist nicht so wichtig. Wichtig ist, alles was ihr bei diesem Trick tut, ich kann übrigens nicht sagen, ob das Ganze jetzt einen gewissen Namen hat, ich kenne ungefähr 5 verschiedene Variationen von diesem Trick, ich habe euch sogar schon mal eine ähnliche erklärt auf diesem Kanal, deswegen ist es für mich ein bisschen schwierig, gerade den Erfinder anzugeben. Ich meine, das ist super simpel, okay, es ist super einfach, das kann jeder von euch nachmachen. Ihr nehmt euch einfach erstmal ein Kartenspiel. Das hier sind die Madison Revolvers. Wenn ihr dieses Deck cool findet mit dieser Goldfolie hinten drauf, werdet ihr vielleicht sehen, es glitzert im Licht schön. Wenn ihr da Interesse dran habt, verlinke ich euch das in der Videobeschreibung. Dankeschön an Just Card Store. Hashtag Werbung fürs Sponsern. Aber folgendes. Ihr nehmt euch ein Kartenspiel und aus diesem Kartenspiel sucht ihr euch jetzt die 4 Damen raus und eine 5 eurer Wahl, egal welche. Okay, und alles, was ihr tut, ist, ihr dreht die 4 Damen mit Gesicht nach unten, darauf legt ihr eure 5 mit Gesicht nach oben und darauf mit Gesicht nach unten den Rest des Kartenspiels, okay? Genau so. Das ist alles, was ihr braucht. Und im Prinzip könnt ihr direkt loslegen, okay? Ihr seht also hier unten die 5 und danach die 4 Damen. Alles klar? Sehr gut. Ich hatte das Ganze jetzt noch zurück in die Schachtel getan, einfach um noch mehr den Eindruck zu erwecken, dass ich auf keinen Fall mit einer vorbereiteten Reihenfolge arbeite, ja? Könnt ihr machen, ist ein kleiner psychologischer Touch nochmal, den ich da hinzugefügt habe. Also, ihr öffnet die Schachtel und nehmt die Karten raus. Wichtig ist, egal was ihr jetzt tut, ihr dürft auf keinen Fall flashen,
dass hier unten eine Karte rumgedreht ist. Wenn ihr die Karten aufspreadet, dass der Zuschauer eine ziehen soll, achtet darauf, dass ihr nicht hier zu weit geht und der Zuschauer das hier sehen kann, okay? Der Zuschauer zieht jetzt also eine Karte. Wenn er sagt, nee, darf ich doch die unterste nehmen, dann sagt ihr, nö, es soll eine aus der Mitte sein. Die oberen und unteren habe ich als Zauberer grundsätzlich immer unter Kontrolle. Du tust dir keinen Gefallen damit irgendwas. Seid einfach stumpf damit, seid selbstbewusst und habt eure Zuschauer unter Kontrolle. So, unser Zuschauer zieht jetzt hier aus der Mitte eine Karte, okay? Ah ja, sorry, vergessen. Ich hatte das Kartenspiel noch gemischt und zwar mit einem Riffle Shuffle. Das ist der hier. Und die Karten sind trotzdem in derselben Reihenfolge. Erstmal, wie der Riffle Shuffle geht, habe ich euch in dieser Infokarte da oben erklärt. Schaut euch das Ganze erstmal an, wenn ihr den lernen wollt, okay? Das geht eigentlich grundsätzlich erstmal mit jedem Kartenspiel. Natürlich ist es mit solchen schönen Pokerkarten, mit einer schönen Oberfläche, mit einem sogenannten Finish, ist es natürlich einfacher zu üben, ja? Deswegen empfehle ich euch ganz klar, schaut einfach mal in der Videobeschreibung vorbei, wenn ihr zum Beispiel Interesse an dem Ding habt. Hashtag Werbung. Genug davon. Ihr könnt mit so einem Riffle Shuffle die Karten mischen, aber ihr müsst dafür sorgen, dass die untersten 5 Karten in derselben Reihenfolge bleiben. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe die untere Hälfte ja in meine linke Hand rüber gedribbelt und jetzt riffle ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten mindestens ab in meiner linken Hand, bevor ich anfange, die rechte Hand darauf fallen zu lassen. Und dadurch bleiben die unteren Karten in der Reihenfolge. Okay, ja, verkackt. Okay, nochmal. Ich dribbel hier unten einiges an Karten ab, bevor ich dann hiermit weitergehe. Okay, dadurch bleiben die unteren Karten in ihrer Reihenfolge erhalten. Und ihr könnt im Prinzip 5, 6, 7 und auch 8 Millionen mal mischen. Und immer noch bleiben die Karten in derselben Reihenfolge. Und worauf ihr achten müsst ist, deswegen sah der vorhin auch nicht so sauber aus bei mir. Ich habe nämlich besonders darauf aufgepasst, es links möglichst schnell zu machen, damit der Zuschauer nicht diese Karte hier sieht, die nach oben schaut. Ja, das heißt, lasst links ruhig erstmal einen Block fallen. Ja, also zack. Und dann kommt die rechte Hand dazu. Also jetzt nicht irgendwie so abwechselnd. Nicht sowas. Sondern wirklich schön in einem Flow. Okay, wie gesagt, dadurch sieht es nicht ganz so schön aus, aber die unteren 5 Karten bleiben in ihrer Reihenfolge erhalten und darum geht es. Wir haben hier immer noch die 4 Damen und die 5 darüber, okay? Jetzt lasst ihr euren Zuschauer eine Karte ziehen. Sagen wir, der Zuschauer entscheidet sich für genau die hier, in diesem Fall jetzt hier die Herz 5. Guck mal, das ist für mich natürlich jetzt wieder schön, das ist reiner Zufall gerade, aber ich kann damit jetzt vor der Kamera arbeiten, ihr natürlich nicht, weil eure Zuschauer euch natürlich nicht ihre Karte zeigen. Ihr wisst ja nicht, dass der Zuschauer auch eine 5 hat, aber das war am Anfang grundsätzlich mein Tipp. Generell, wenn euch sowas passiert, nutzt das immer aus, ja? Der Zuschauer merkt sich seine Karte und ich tue Folgendes. Ich nehme die Karten hier in meine rechte Hand und halte sie so, dass mein Daumen die linke lange Seite hält. Mein Zeigefinger ist eingerollt hier über den Karten und die anderen 3 Finger sind rechts an der langen Seite und ich halte das Ganze von oben, okay? Das heißt, ich greife es so, zack. Dadurch kann ich jetzt nämlich mit der linken Hand von unten die Karten greifen. Das ist der sogenannte Hindu-Shuffle. Ich greife von unten die Karten mit Mittelfinger und Daumen, greife ich hier oben einfach 3, 4, 5 Karten und ziehe die mir rüber. Und halte sie hier links in der Hand. Und das tue ich weiterhin. Dadurch bleiben die unteren Karten in ihrer Reihenfolge erhalten, aber es sieht für den Zuschauer sehr, sehr willkürlich aus und sehr durchgemischt. Und das mindert seinen Verdacht, dass irgendwas vorbereitet sein könnte. Und egal, wo der Zuschauer Stopp sagt und seine Karte dahin legt, diese 5 Karten landen immer auf seiner Karte. Ja? Das heißt, egal, wo der Zuschauer jetzt Stopp sagt, ich zeig's euch nochmal, also der Zuschauer darf irgendwann Stopp sagen, okay, sagen wir, das tut er genau hier. Ich mache hier immer so ein bisschen die Kanten schön sauber. Das mache ich aus Gewohnheit. Wer meine Videos kennt, weiß, warum ich das mache. An diese Stelle kommt jetzt die Karte des Zuschauers. Wir wissen nicht, welche das ist. Das ist jetzt hier die Herz 5. Der Zuschauer legt sie mit Gesicht nach unten genau an diese Stelle und ganz demonstrativ, bloß nicht flashen, dass hier eine Dame ist, die also nicht so zum Zuschauer zeigen, aber ganz demonstrativ klatschen wir den Rest des Decks hier oben drauf und klatschen es auch gerne auf den Tisch, wenn ein Tisch vorhanden ist. Dadurch gehen wir sicher, dass der Zuschauer uns wirklich abkauft. Da ist nichts gemogelt, die Karte ist wirklich weg. Und ab jetzt macht sich der Trick von selbst. Ihr sagt, okay, ich schnippe meinen Finger und mit diesem Schnippen passiert Folgendes. Ihr geht durch die Karten und werdet entdecken, dass die Kreuz 5, die ihr vorhin vorbereitet habt, nach oben schaut. Jetzt wisst ihr, dass unter dieser Kreuz 5 die 4 Damen sind und unter diesen 4 Damen hier befindet sich die Herz 5 des Zuschauers. Ja? Was ihr jetzt also tun müsst, ist, alle Karten oberhalb der Kreuz 5 legt ihr schon mal auf den Tisch und redet währenddessen über die Kreuz 5. Dadurch fällt dem Zuschauer nicht auf, dass ihr genau an dieser Stelle abgehoben habt. Ja? Das ist dem Zuschauer völlig egal, denn es hat ja einen Sinn, dass ihr darüber redet. Also, ich schnippe meinen Finger, bop, 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 bop. Wir schauen durch die Karten und sehen, oh, guck mal, eine Karte hat sich rumgedreht. Okay?
überhaupt nicht anmerken, dass wir an dieser Stelle abheben, okay? Es geht nur ums Prinzip. Jetzt liegt an dieser Stelle die Kreuz 5. Ihr könnt gerne diese Hälfte auf das Deck drauflegen, um Platz auf dem Tisch zu sparen, wie auch immer. Das ist im Endeffekt euch überlassen. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist eine kleine Geschichte darum erzählen und sagen, okay, wenn das hier eine 5 ist, dann zählen wir jetzt 5 Karten ab. Und alles, was ihr tut, ist verdeckt mit Gesicht nach unten, damit gleich die Überraschung mit den Damen groß ist. Mit Gesicht nach unten 1, 2, 3, 4. Und dann dreht ihr die fünfte Karte um und enthüllt 5. Es ist deine Karte. Das wisst ihr natürlich nicht, ja? Ihr wisst nicht, dass wenn ihr hier die Herz 5 umdreht, ob es wirklich seine Karte ist. Deswegen ganz demonstrativ, richtig schön, wie es die coolen Zauberer im Fernsehen machen. War das seine Karte? Das Ganze kommt schon echt beeindruckend. Wir setzen noch einen drauf und sagen, guck mal, meine durch Schnippen hergezauberte 5 hat nicht nur geholfen, deine 5 zu finden, sondern ich habe noch viel mehr gefunden als das. Ich habe 1, 2, 3, 4 Mädels gefunden. Okay, ihr könnt das natürlich mit den Assen machen, Königen, Buben, was auch immer. Aber ich finde diese Punchline lustig, mit denen ich habe 4 Mädels gefunden. Habe ich ja schon mal in dem Video gemacht. Infokarte da oben, der Titel lautet, mit diesem Kartentrick kriegt ihr alle Mädels. Es läuft auf was Ähnliches hinaus, aber das Prinzip ist unglaublich cool. Schaut es euch unbedingt an. Und das ist das gesamte Geheimnis hinter diesem Kartentrick. Und damit sage ich Dankeschön, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was glaubt ihr, wie viele Somnium-Karten werden es im Endeffekt sein. Bis morgen um 14 Uhr zur Auflösung. Euer Martin und ciao.